Ja, hallo meine lieben Cakers, ich grüße euch ganz herzlich hier zur nächsten Partie Blood Bowl. Es wird gezeigt, Blood Bowl 3 von Cyanide und wir sind wieder in der League of Cakes, endlich im Spieltag Nummer 7 angekommen. Die Season 5 neigt sich also damit hart dem Ende entgegen, ob man will oder nicht möchte. Bevor es jetzt hier losgeht, möchte ich ganz klar sagen, dass ich mega mich freue, dass wir in der nächsten Saison 48 Coaches sein werden. Das ist sehr, sehr stark. Die Anmeldephase also auf jeden Fall soweit abgeschlossen. Wenn sich Leute jetzt noch anmelden für die League of Cakes, sind das dann Nachrücker. Aber gut, soweit dazu jetzt erstmal. Ich komme jetzt direkt hier zu der Partie, denn die Cruella Cakers, Esel nennt sich immer gern zuerst, brauchen einen Gegner für Spieltag Nummer 7. Und da habe ich niemanden Geringeres mitgebracht als die Mannschaft The Cake is a Lie. Shambling Undead von Cube Farmer, ich grüße dich, guten Abend. Nappend. Na, wir zwei dürfen endlich wieder. Ja, es ist lange her, DBBL, Season 1, Spieltag Nummer 1, ich werde ihn so lang nicht mehr, so schnell nicht mehr vergessen, ne? Und dein Spruch war einfach legendär. Guck mal, Ben Cake, wir haben 16 Runden Blood Bowl gespielt. ne? Der hängt mir noch drin, wie eingebrannt in den Synapsen. Ja, was wollte ich noch sagen? An der Stelle noch einfach dem Q-Farmer schon mal präventiv ins Wort fallen. Das ist das eine. Das andere ist folgendes. Wenn wir hier mal reingucken, kurz ins Ranking, ich komme ganz, ganz am Schluss zu den ganzen Tabellen aus allen Ligen nochmal. Sehen wir jetzt hier im Ingame schon etwas, was ziemlich heftig ist. Und zwar ist es so, dass bis Platz 3 abstiegsgefährdet ist bei uns. Also es ist noch nichts entschieden. Hier sieht man, dass ich über dem Cube finde. Das stimmt nicht. Ich habe ein schlechteres Touchdown-Verhältnis. Das heißt, wenn wir heute uns unentschieden trennen, muss ich mehr zittern als Cube. Und wenn einer von beiden Mannschaften gewinnt, dann ist er auf jeden Fall die Liga gehalten. Aber derjenige, der verliert, muss mit dem Abstieg rechnen. Was sagst du denn zu diesem Grand Finale hier am Schluss? Da bin ich echt mal gespannt. Also das will ich mir auf jeden Fall auch ansehen. Ich habe ja extra darauf hingearbeitet, sozusagen, dass das auf jeden Fall so stattfindet. Deshalb, wenn Black Panther das machen sollte, dann kann ich einen kleinen Dank bekommen. Nein, also ich glaube, das ist cool, dass wir so ein Finale haben und eben nicht, dass das schon einen Tag vorher entschieden wird, wie in den langweiligen anderen Ligen. Ich will niemanden angucken, Junior. Ich denke mal, das ist ein würdiges Finale für diese Runde. Das würde ich auch sagen. Ja, es stimmt, er hat es schon angedeutet. Hätte ich am Schluss auch noch was so gesagt. Junior 84 hat es geschafft, in Reikland sich durchzusetzen. Ist auf Tabellenplatz 2, Tabellenplatz 1 und 2, da ist Raikran mit seinen Dunkelelfen. Also ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ginifix, der amtierende Meister, darf am letzten Spieltag auch noch gegen Black Panther antreten. Das heißt, da haben wir so ein kleines Finale, auch da schon mal im Vorfeld um Platz 1. Und dann heißt es natürlich, sollte Ginifix es schaffen. Titelverteidigung, das ist noch niemandem in der League of Cakes gelungen. Und ich habe gehört, Junior 84 soll nicht ganz so schlecht Blood Bowl spielen. Also Habe ich auch gehört, ja. wird spannend. Und ihr dürft wissen, eine amtierende DWBL-Meister ist halt eben Black Panther. Also das ist schon, das knallt richtig. Und Junior ist in unserer Liga hier in Hamburg am Brett Vizemeister und Meister der letzten Saison. Also er war jetzt zweimal im Finale, hat letzte Saison gewonnen, diese Saison hat sich sein anderer Finalgegner, den er letztes Mal auch schon im Finale hatte, dann durchgesetzt. Also, Oha. der spielt ganz weit oben mit. Ja. Ist doch spannend, ist doch schön. Schön, dass wir das hier alles so haben und dass wir uns hier gegenseitig um das Ei prügeln können. Ich grüße dich, guten Abend, Barry. Hi, hi, schön, dass du da bist. Ja, Dinge tun. The cake is a lie. Ich gucke mir mal dein Team an. Es ist ja auch jetzt schon eine Weile hier dabei. Doch schön geskillt, sind ein paar echt gute Spieler dabei. Heute fällt dir halt ein Ghoulrunner gegen mich aus, dein Abfangjäger, ne? Dein Balljäger, nenne ich ihn jetzt einfach mal Blueberry Muffin. Ja, der gute Wresteltyp. Ja, ansonsten stehe ich schon doch relativ gut da. Guard, Juggernaut. Also ich finde, die Mannschaft ist gut geskillt und ich habe Schnappatmung ein bisschen, muss ich sagen. Das wird eine interessante Kiste zwischen uns zwei. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich ein, zwei Tackle-Leute dabei habe, weil das habe ich in den letzten Spielen auch immer gebraucht.
Und natürlich großartig ist Arnie der einzig wahre Terminator. Das ist mein erster Zombie, den ich wiederbelebt habe von einem anderen Team, den ich töten durfte. Deshalb hat er auch noch so einen langen Namen. Und natürlich Tart mit Francie Block für Bewegung 4 natürlich immer großartig. Ja, gut, das ist ja, das, du brauchst ja auch ein bisschen Spannung. Das ist ja für sonst, ne? Also, ich meine, hallo. Der ist aber so einer, der halt doch nochmal jemanden rausschieben kann. Das ist schon gemein, so ein kleiner Zombie-Lineman. Guten Abend, DK, ich grüße dich. Hi, hi, schön, dass du einschaltest. Ja, das ist dein Team. Die Namen großartig. Bis auf den Namen deines Teams, den nehme ich dir ein bisschen übel. Ja, den hatte ich aber schon vor allen anderen. Ja, ich weiß. Nachtwache, liebe Grüße, Herr Ja. Nightwatch, gehen an dich raus, du Kopierer, Ja. du. Einfach den CP mit der KSLI gewinnen, so ging das gar nicht. Ja, unverschämt. Beschwer dich mal, Thorsten, richtig so. Nö, das ist ja dann, wenn am besten noch, wenn sie verwechseln, dann denken alle, ich habe das gewonnen, obwohl ich in der ersten Runde rausgeflogen bin. Ja. Naja, es war eine ganze Gruppenphase, so war es ja nicht. Ne? Ja. Ja, Ja, aber okay. ich wenigstens kann ich sagen, dass ich vom Finalteilnehmer weggewürfelt wurde, dem Wörnser. Und es Ja. musste ja irgendwann mal sein, dass da mal die Würfel auch mal versagen. Aber dass sie gleich dann so großartig bei Nachtwache dann wiederum passen, war natürlich Heidi Witzka. Ja, das war ein Massaker. Also das war schon krass zu sehen. Das war ein Finale, wo ich dachte so, hui. Erste Halbzeit war ziemlich interessant, also anderthalb Züge lang, Genau. ja. Okay, Kirchendingens, musst du noch irgendetwas an deinem Team machen, bevor wir jetzt starten, wir zwei? Nee, alles drin. Ja, ich bin auch komplett ready. Also nur für euch zur Information, mein Abfangjäger fällt heute auch aus, weil wir wollen es ja fair gestalten. Goliath heute draußen. Hat er sich letztes Mal ein bisschen auer gemacht gegen Krallis seine Skaven. Ja, das restliche Team kennt ihr ja, meine Chaos Renegades. Und dann schauen wir mal, wie wir das heute auf dem Brett gestalten können. Also großes Spiel gegen den Abstieg, also Klassenerhaltsspiel. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ja, Lehman, ja, Dankeschön für Tod und Verderben. Ich grüße dich. Hi, hi. Schön, dass du dabei bist. Dann würde ich sagen, get ready. Get ready. Ich lasse das Video durchträgern, Cube. Bitte nicht wundern. Alles gut. Waiting for the opponent. So ist es. League of Cakes, Saison Nummer 5, Spieltag Nummer 7. Die Cruella Cakers gegen The Cake is a Lie. Ihr seht Chaos Renegades gegen Shambling Undead. Viel Spaß. Ich habe Im gehört. Pro-Elfen-Stadion, wohlgemerkt. Ja, das ist, ja, das ist, ja, das ist einfach von Cruella. Sie mag das so ein bisschen edel, ne? Ich finde es auch besser. Also, ich meine, da kann man wenigstens das Pitch auch nicht erkennen. Ja, ich Ich habe das finde. Shambling, das Undead-Pitch habe ich auch gar nicht erst genommen, weil das ist schrecklich. Der ist zu einfach sehr dunkel. Ich glaube, sie hatten ihn auch sogar mal zwischendrin ein bisschen aufgehellt, aber der ist immer noch halt sehr dunkel. Das Ja. ist, das tut echt auf dem Flimmerbildschirm richtig weh. Also mir zumindest. Junior, ich grüße dich. So, drei tote Freunde. Big Guys sollt ihr sein. Ist da jemand schon ein bisschen parteiisch? Guten Abend, schön, dass du zum ersten Mal chattest und hier bist. Habe ich denn nicht gesagt, der guckt und guckt? 40.000 für Cube. Ich bin sogar der Underdog, das ist ja kaum zu glauben. Naja, was heißt hier Underdog? Ich wollte dir mal so 40.000 gönnen, ne? Ja. Ja. Ja, mach schon mal den Klassiker, ne? Mathis, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Hoffe, es geht dir bestens. Wir sind nicht parteiisch, wir wollen einfach nur Tote sehen, ja? Ich habe aber nur tote Big Guys gelesen. Und der Einzige, der Big Guys mitbringt, bin ich. Ich auch. Sie heißen nur nicht so. Ja, du darfst. Ich Ich darf will. zuerst draufhauen. Ja, du darfst einfach zuerst draufhauen. Ich finde es eigentlich eine ganz gute Idee, so ein bisschen. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee ist, aber mal schauen. Doch, doch, ist prima. Ist wirklich. Ha, toll ist es. So, was machen wir denn da gegen dich diesmal? Also du hast jederzeit die Möglichkeit aufzugeben. Das, danke für die Information. Das ist Ja. wichtig, dass er mich daran erinnert, weil, Ja, ne? ja. Also ja, aus Gründen. Sehr, sehr gut. Ihr wollt einfach Entertainment. Okay, alles klar. Wir geben euch Entertainment, sobald wir können. Wir sind dran.
Ben Cage muss noch einen kurzen Moment überlegen. We will entertain you. Aber einfach nur Tote sehen ist ja klar. Ich meine, es sind ganz viele Tote schon auf dem Spielfeld, wenn ich gleich da bin. Insofern, den Wunsch haben wir schon erfüllt. Guck auf die Seitenlinie. Dein Befehl und mein Wunsch, oder wie war das? Aha, ja, oh ja, doch, doch, aber die zucken noch zu sehr, glaube ich, fürs Publikum. Habe ich die Befürchtung. Na komm. Okay. Grumbal, guten Abend, schön, dass du einschaltest, freut mich. Und wer steht schon auf der Und danke, Barry, dass du meinen Chat betreust. Finde ich echt super von dir heute Abend. Klasse. Mag es, wenn man sich einfach ungefragt freiwillig meldet. Azent, geil. Hi, schön, dass du da bist. Oh Gott, wir haben hier volle Bude hier. Wir sind hier schon fast ein Dutzend. Meine Damen, meine Herren, ich muss mehr Bierbänke holen. Endlich ein geiler Pitch, da macht Blood Bowl Spaß. Ich richt's Cruella aus. Sie hat das hier alles einrichten lassen. Das ganze Interieur hier. Ja, ihr gefällt das so. Bisschen Hundefutter haben wir. Und die Trikots von Cubes Mannschaft, es ist so geil. Donauwellen, Schwarzwälder Kirschtorte, Zimtschnecke, sie sind alle dir, alle hier. Baumkuchenteig, Marmorkuchen, Erdbeerkuchen, toll, jetzt habe ich Hunger. Ja, Lehmann, hol du mal deine Ellbogen raus. Solange es kein Achselschweiß ist, komme ich mit klar. Auf geht's. Tja, dann Cube, ja, fahr mal auf ein gutes Spiel und viel Spaß, Ja, good luck, have fun. ne? Noch regnet's nicht, ist dir das Ja, genau. aufgefallen? Ich habe Angst, das Ding jetzt anzuklicken, aber ich tu's. Am besten gar nicht kicken. Ich werf. Changing Changing Weather! weather. Ah, gut. Aber gutes Wetter. Puh, da ist die Henrietta Gutes Wetter. safe gelandet. So. Sehr nice. Da. Der Ball sieht sicher aus. 1, 2, 6. Fünf beim Rüstungswurf. 6, 5, 2. Eine 7, er steigert sich. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Muss ein bisschen mehr diesmal aufs Brett gucken, meine Damen, meine Herren. Nochmal eine 5. Ist Juggernaut automatisch eingestellt von sich aus? Oh, dann müsste ich in die Optionen gucken. Aber dann ist es jetzt ja dieses Spiel so. Weil eigentlich möchte ich das gerne entscheiden dürfen, ob er es nutzt oder nicht. Aha, ich habe ja tatsächlich Automatik-Skills. Und wo ist Juggernaut? Stand Firm meine ich. Hier, Stand Firm. Das andere ist alles drin. Ja, Confirm. Und Back. Und Resume. Ja, ich grüße dich, Natalius. Ben Cake spielt Blood Bowl. Er spielt Blood Bowl. Yeah! Da rasten sie schon aus. Okay. Schön, dass du da bist. Der Aufsteiger Nummer mit der auf dem Platz Nummer 1. Gratulation dazu nochmal. Das Ausdrücklich. Welch, da hätten wir schon mal. Da müssen wir eigentlich mal reinhauen. Schiedsrichter. Schlaf, Kindchen, schlaf. Wenigstens nennst du den mal Kindchen.
Alle sind immer so unnett zu meinen Big Guys. Das kann ich gar nicht verstehen. Solange sie sich benehmen und immer schön die Eins würfeln, ist es ja okay. Aber wir haben noch kein Tod und Verderben. Das wird das Publikum nicht erfreuen. Ist so. Ah, so fängt das an, ja. Du bist. Ich, du bist. Oh, das ging ja fix. Tja, dann. Die legen sich jetzt erstmal alle gemeinschaftlich hin. Ich stehe mal auf. Oh, schafft es. Ich rede ja von meinen Big Guys. Ach so. Naja, mach du, was du willst. Meine finden das heute echt anstrengend. Ich merke das schon. Das ist die Frage, wen möchte ich denn jetzt blitzen? Eigentlich möchte ich ja da in der Mitte was blitzen, aber da steht ja alles im Weg. Ja, hätte auch ganz anders noch ausgesehen, wenn ich da zum Beispiel eine 3 oder eine 4 gewürfelt hätte. Wäre ganz nett gewesen. Aber Ja, jetzt übertreiben wir nicht. ja, ich weiß. Oh. Das ist ein Stern, den nehmen wir. Sounds a plan. Ich fand es in Ordnung. Das ist ja nur fast durchgekommen. Dann entscheiden wir uns jetzt schon für eine Richtung und lassen das hier runter. Dann gehen wir da hin. Dann geht man dahin, der geht man dahin. Es ist mir beides nicht gelungen, Krummball. Ich habe nur Zweien geschmissen. Was bedeutet das jetzt für mich? Zombie-Wächter bewachen die Leute am Boden. Vier Rerolls hast du auch noch. Meine Güte, was für ein Luxus. Lieder hilft da so ein bisschen, weißt du? Überanstrengt euch bitte nicht. Ups. Einfach weil das kann. Ja, das finde ich gut. Ich weiß ja nur, dass sich dann wieder aufgespart wird für später, wo man dann richtig reinhaut und dann bin ich am Weinen. Ich kenne das ja. Ich wollte doch nicht, dass jetzt Kenn gleich. dich, Naffel, ich weiß, was du vorhast. Sie tut Dinge tun. Da kennt ihr nix.
Sharing! Oh ja, ich kann Stellung machen. Ja, Komm, mach mal, sechs. mach mal. Ja! Er hat's geschafft. Erste Mal! Yay! Ah, Der super. behende Zombie-Lineman mit Shadowing. Ja, er kann's einfach. Da sind sie einfach chancenlos. Es wird ein Also, Ogre mit Agi 2 gebraucht. Ah, okay. die Chancen sind dann los, war eigentlich eher die Aussage. Ist sowas in der Richtung, ja. So, der hat ja Guard, das ist ja doof. Das finde ich nicht. Ich finde es Ja, eigentlich das ganz stimmt. nett. Das ist alles eine Frage der Perspektive, du hast völlig recht. Richtig, genau. Das ist eine sehr egoistische Sicht, die du da hast. Weil der hat auch Guard, das könnte ich jetzt auch doof finden. Und Mighty Blow und Block. Ist eine einseitige Sicht, das stimmt. Siehst du? Anlauf. Und das auch noch mit Tackle. Dann wird sich ja Schweinerei. sonst nichts. Ach, da Noch mehr passiert. schlafen. Das ist okay so. Das hätte jetzt auch schlimmer kommen können, ne? Sieh's mal so. Ich sehe das auch so. Wieder ein Stern. Ja, Das ist, läuft alles, das läuft alles viel zu gut. das läuft prima. Kann nur böse enden. Sag doch nicht so. Doch, doch. Oh. Ein sich bewegender Rattenoger, ohne dass er blitzt, das ist ja unerhört. Ja, nahe an Frechheit. Unerhört. Break Tackle ist das. Das ist ja auch. Das Bild habe ich noch nie gesehen irgendwie. Ja, das ist Break Tackle. Korrekt. Das ist Break White. Einfach so. Machst du so weiter? Einfach so? Na dann. Ein Gentleman hätte jetzt den Totenkopf genommen, aber okay. Ne, tut mir leid, kann ich dir nicht mit behilflich sein. Hi, Weizengund ist hier. Ich grüße dich. Schön, dass du einschaltest. Ich hoffe, es geht dir bestens. Einer, ne, der vielleicht überlegt, bei Bloodborne mitzumischen. Falls ich jemanden vergessen habe zu grüßen, konzentriert aufs Spiel, seid mir nicht ganz so böse.
wie der Cube gleich mit seinen Fouls. Schön, dass so viele da sind. Irre. Platz 8 bis Platz 3 in Nagarond hat um den Klassenerhalt zu kämpfen. Naja, guck mal hier. Schön. Ah, toll. You can choose, Padawan. Ich choose. I don't like that. I don't like that. I don't like that. I don't like that. That's a lot more to me. Echt so. Viel zu kompetitiv, finde ich auch. Da wird es einem ganz anders. Nur weil er große Hände hat, ohne Witz, ey. Oh Mann, ey, Buhe! Eins in die drei. Schiedsrichter, hallo. Ah ja. Nichts passiert. Nichts passiert, nichts für den Schiedsrichter zu sehen. Was hast du denn nur gegen meine großen Jungs? Trotz der Klauen. Das ist jetzt ja ganz, 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 ganz mies. Die würfeln mir alle viel zu wenig Einsen. Es kommt mir noch nicht eine bisher. Das heben die so, aber sich jetzt für, der Rattenoger. Der kann das bestimmt. Das heben sie sich für ganz besondere Momente auf. Jetzt kommt auch noch der Werfer dazu. Das ist gar nicht. Die haben die keine Ahnung. Die spielen da einfach so ein bisschen mit und rum, weißt du. Steckt man da drin. Die machen, tun, Dinge tun, tun. Ein schlafender Tackle-Blitzer ist natürlich doof. Ein, aus, aus. Er hat doch gesagt aus. Nix aus. Du gehst ins Aus. So. Zwei Armor Breaks, zwei K.O.s. Ja, ich wusste, dass dieses Spiel gut wird. Es wird. Wow. Läuft. Ja, es ist echt, das ist hier Ruhe. Ja. Ich verstehe das. Aber Mitgefühl habe ich wenig. Also jetzt gerade in dem Moment. Das musst du mir auch wiederum verzeihen. Auf gar keinen Fall. Okay, gut. Das dann ist das, finde ich, jetzt richtig irgendwie. Ja. Ja. Der könnte da, der könnte das. Wenn der aber das macht und dies tut, dann habe ich damit da ein Problem. Dann machen wir das lieber mal so, dass der da auch hier hin und du da vielleicht noch gerade so ein kleines Stückchen darüber aus Gründen und dann kann der leicht erreicht werden. Deswegen geh mal dahin und dann bist du dran. Unsinnige K.O.s nennt ihr das, okay? So, geh mal kurz aus dem Weg da. Okay. Och Mensch, Rolli, du sollst nicht auf den Gegner hören. Oh. Rolli ist so netter und letztes war echt schlimm, das Spiel. Da ist er ja eigentlich gestorben, konnte aber nochmal erfolgreich von einem promovierten Apotheker
zurückgeholt werden. Er ist noch da. Nein. Lass Bluto in Ruhe. Ja, da sind die ganzen Garde irgendwie weg. Na, das ist schon irgendwie ein bisschen enttäuschend. Ja. Ja, Enttäuschung ist was Gutes, weißt du? Es entledigt dich der Täuschung. Das ist... Darauf basieren ja alle Witze. Ne? Auf Enttäuschung. Prost zum Wohl zusammen. Schön, dass ihr alle hier seid. Mega geil. Es gefällt mir zwar nicht, aber zum Gefallen sind wir ja auch nicht hier. Die amüsieren sich ganz falsch, sagst du, Junior. Do it, sagt Junior, ja? Tu's. Tu genau das. Also dein Kumpel sagt, du sollst es tun. Ich würde es nicht machen. Block. Ja, habe ich. Wieso? Ich wollte es nur gesagt haben. Weil ich ein netter Mitspieler bin. Das weiß ich nicht, ob eure geistige Verbindung um die Uhrzeit noch valide ist. Falls Cube jetzt hier so ein bisschen Error im Öhrchen hört. Och komm schon. Really? Ja. Cheeky. Very cheeky. Voll in die Klöten. Aber ganz leicht nur. Leichter Klaps. Ja, was soll ich sagen, Marmorkuchen, ne? Es war schön mit dir. Aber? Es war schön, solange es dauerte. Aber ich fürchte, du bist auf dich allein gestellt. Ach, Mann, ey. Wo sind denn die Einsen auf diesen Würfeln? Will man sich einmal darauf verlassen, dass auch mal was schief geht. Ne? Aber gut, wenn man das tut, ist man eh verlassen. Warum läufst du denn jetzt weg? Aus Gründen. Verstehe ich hier gar nicht. Ich auch nicht. Ich tue Dinge tun. Ja, ich merke das schon. Juggernauten? Na, ich wollte gerade sagen, was hattest du mit Juggernauten? Ich habe so einen Moment lang drüber nachgedacht. Ja. Naja. Aber es war halt eben nur ein Moment. Ja, der Rattigan, der Professor, der ist schon ziemlich gut. Der ist ja sehr gut geskillt. Was a part of the plan.
Au. Und wieder down. Guten Abend, Nice Kalli. know. Nice knowing you. Schön, dass du einschaltest. Ich hoffe, es geht dir bestens, Kalli. Mega, wie viele da sind. Großartig. Ich feiere es echt hart. Sehr stark. Toll. Genau das, was Julia sagt. Genau das. Machen es aber auch immer spannend, die Jungs. Dann. In der Tat. Ein bisschen aufregend war das jetzt gerade. Das ist schon die ganze Zeit viel zu aufregend. Das mit den Einsen, da müssen wir echt noch reden. Ich meine, wir sind schon in Zug 6. Oh ja. So wollen wir das machen. Ha 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 ha.
Großartig. Da tropfen sich ja noch genug Perlen der Weisheit von meinen Lippen. Ich habe jetzt ein sehr, sehr ekelhaftes Bild in meinem Kopf. Vielen Dank dafür, Junior. Das ist nett, dass du uns daran teilhaben lässt. An deiner Weisheit meine ich natürlich. Vielen Dank für die Zeitangabe. Wow. Der hat überhaupt nichts getan. Ich weiß, Das Kali. stimmt. Ich weiß. Eine 7 reicht nicht, Cube. Eine 7 reicht nicht. Ich habe ihm auch nichts getan. Echt nicht. Eher so. Oh. Eins. Fünf. Geht es besser? Ist es wirklich? So. Alles okay? Ich habe mich gerade gefragt, warum er Rush gewürfelt hat. Das macht er manchmal, es ist ein Anzeigefehler. Es ist so programmiert, das Spiel, dass die normalen Bewegungen immer erfolgreiche Würfe sind. Manchmal zeigt er das an. Ich frag einfach nicht. Zumindest habe ich das schon so vielen Spielen Ah, beobachtet. Scheiße. Oh, habe ich dich jetzt abgelenkt? Das wollte Nee, ich ich habe einen nicht. übersehen. Du hast jemanden hinter meinen beiden Big Guys übersehen, nicht wahr? Genau das. Das ist jetzt echt schade. Wie machen wir das jetzt am klügsten? Weil wir könnten dem Aua machen und dem Aua machen. Ein bisschen würfeln hast, muss ich ja trotzdem. Das ist ja, brauchen wir nicht drüber reden. Das war ja schön gespielt. Will ja jetzt nicht nur zu viel Rotbrei einbauen. Wenn das klappt, brauche ich trotzdem ein bisschen Unterstützung. Der ist schon mal nett. Da brauche ich nicht mal Wrestle für. Der totale Paul. Ist leider so. Bisschen mehr Aua hätte das sich schon noch tun können. Tun. Nee, der ist schon okay. So, jetzt überlegen wir mal weiter. Jetzt erst. Nö, das war aus dem Bauch raus. Ja. Das war schon letzte Runde so halbwegs geplant, aber ich habe gesagt halbwegs. Du hast was? Du hast das. Okay. Du hast das. Und du, kleiner Kerl, hast Tackle, ne? Ja, wir haben aber auch noch einen Haufen Rerolls, ne? Ja, die Rolls hast du noch gar keinen benutzt. Richtig, Sowas braucht man richtig. auch nicht. Nicht unbedingt, nicht immer. Manchmal schon.
Na komm, jetzt aber mal. Ach ja. Kein Kommentar. Das war echt jetzt das dritte Mal, dass er den Buff down gewürfelt hat, ey. Mann, oh Mann. Ja. Rolli will nicht so sein. Wie ist das so ein Missverhältnis da? So zwei kleine Zombies zwischen drei großen Biggies. Oh. Findest du? Oh, der hätte aber ein bisschen heftiger zuhauen können. Ja, er war ein bisschen sauer wegen der Aktion gerade, deswegen hat er eins auf die, ne, auf die Fräse und so, ne? Tja. Passiert halt manchmal. Nicht ganz schön unfair. Wow, oh, ist das dreist. Ist das böse dreist. Und dann Das klappen auch tut die weh. Einwürfelpaus. Naja, nicht ganz. Doing. Du bist. Tick, du bist. Das ist natürlich jetzt ganz Ja, schön no bescheuert. risk, no fun. Ich wollte dieses eine Feld mehr. Das hätte ich beinahe böse bereut. Aber es gibt auch andere Situationen, da nutzt man manchmal so Würfe. Nicht, dass ich da einen Arsch voll Glück hätte jetzt. Überhaupt nicht. Das ist jetzt ganz schön scheiße. Scusi. Nur bei dir ist eh nichts mehr. Ich hab Tipp. Auch nicht mehr viel anderes zu tun. Aua. Da ist die Doppel. Ja. Da-bam. Beim einen läuft so, beim anderen läuft so. Mehr braucht man nicht sagen. Danke fürs Mitspielen. Exactly like this. Ja, ich habe den Lineman habe ich übersehen und ich hätte noch ein Feld weiterlaufen können. Ja, hinterher ist man immer schlauer. Mache ich aber tatsächlich so belämmert, das klingt gerne mit dem Versteckeln. Ja, no risk, no fun. Ah, ist nur dieses eine Paket angekommen oder ist noch ein Paket angekommen? Ja, er lebt noch. Dann halt nisch.
So, was haben wir noch für schöne Dinge zu tun, Joa. Nö, nein, nope. Den da noch. Ja, nee, ist klar. Null, null, Halbzeit. Ach ja. Oh, schön. Jemand bleibt liegen. Ja, dafür haben wir Ersatzspieler, nicht wahr? Große Hand bleibt liegen. Ja. Lucky will noch einen trinken, gemütlich. Ups. Ich bin noch unentschlossen. Alles gut. Wir machen das. So, wir hatten in der ersten Halbzeit nicht eine Eins von den Big Guys. Eins, glaube ich, war nicht dabei, nein. Kannst du den Satz jetzt vervollständigen? Nö. Nö, nö. Alles gut so. Das war genauso geplant. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja. Wie machen wir das denn gegen deine Stromer da vorne? Das ist aber auch echt interessant. Das müsste man ja eigentlich nutzen. Eigentlich. Eigentlich muss ich gar nichts. Siehst du, jetzt bin ich genauso wie du es vorhin warst. Unentschlossen. Aber egal, ich entschließe mich. Das ist ja schon schnell entschlossen. Vielleicht auch zu kurz entschlossen. Wer weiß. Du meinst kurz geschossen. Aha, ja. Okay. Sind wir jetzt bei Oh, dem nee, Niveau das ist angekommen? ziemlich lang geschossen. Sehr lang Cherry geschossen. fails. The manager with the highest roll against the player has to nuffle, not yet active. Throw a rock for destroy possible. Okay, wir dürfen nicht stallen, glaube ich, war das, ne? Ja. 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 Also stallen und dann bei der 5 oder 6 wird einem Stein an den Kopf geworfen. Okay, ist ja mal kein Blitz getriggert. Das sind ja Sachen, die gibt's gar nicht. Ach, da kommt jemand zum. Für ein nettes Gespräch. Einfach, weil das kann. Ups. Casualty. Wurde ja auch mal langsam Zeit.
natürlich keine Regeneration. Ja, shit happens sometimes. Der gute Splinter springt nur so hoch, wie er muss. Ihr wollt mich doch trollen, ne? Ihr wollt mich trollen. Du bist. Ist so Azent. Es war aber jetzt nicht Rolli, es war Pluto. Die wechseln sich so ein bisschen ab. Danke für den Tipp. Schade, dass du mir das jetzt erst sagst. Oh oh. Oh fast. ein bisschen härter zuhauen. Klein Stück. Nur einer mehr. Nur einer. Wäre es so schön. Wäre wirklich schön gewesen, was? Tja, hätte, hätte Fahrradkette. Immerhin das. Okay. Das ist immer freigelassen.
zu glauben. Bleibt doch nicht einer mal stehen. Wir haben eine Eins. Alles klar. Wird auch mal Zeit, Aber oder? es war kein Big Guy. Was soll denn das? Ja, ne, die Big Guys bleiben genau da stehen, wo sie jetzt gerade stehen. Die finden das ganz Die nett mit Eins deinen wollten wir doch Zombies. auf die. Wir haben doch darüber gesprochen. Ja gut, das Sprechen ist das eine, das Zuhören ist das andere. Ja, ich merke das schon. Oh oh. Der One in Nine. Den kenne ich. Ja. Also One and Nine, ja. Klar, nicht bei mir. Nope. Benkel, warum blockst du immer so wenig? Oha. Der will's aber wissen. Jetzt schon rausgewürfelt. Oh oh. Und dann das. Und immer noch nicht genug. Die höchste Wahrscheinlichkeit wurde geworfen, die 7. Jetzt kommen wir doch nicht mit Wahrscheinlichkeiten. Ich habe damit nichts am Hut. Wie sagte Han Solo schon, never tell me my odds. Excuse-moi, kommt nicht wieder vor. Please. Kurz, kurz abgerutscht bin ich. Verbal, geistig, sozial. Oha, das ist ein Frechdachs. Das ist ein kleiner Frechdachs. Wieso, der hat Block? Der Ja, kann deswegen, sowas. das sag ich doch. Der hätte noch weiter rumgeschoben, der Kerlchen hier. Ich mag den Tart jetzt schon. Mir egal, ob das ein großer Oger ist. Ich trete ihm jetzt ans Knie. Und ich trete ihn nochmal, wenn es sein muss. Hat ihm eine Kopfnuss gegeben. Ja, Mann. Auf die Nüsse. So, und der muss hier rüber und der muss da raufhauen. Geht nicht anders. Schiedsrichter, hallo. Schiri. Jawohl, so ist richtig. Der war schon so verdächtig mit seinem Shadowing. Raus damit. Ey, sag mal, es ist auch echt nicht mehr zu glauben. Ne? Es ist das dritte Mal, es kriegt das einfach nicht hin. Diese eisenharte Rüstung 9. Ja, ich weiß, ich sollte nicht mehr faulen. Kann man doch mal machen. Nee, das wird nichts mehr heute. Da, da, da. Du weißt nicht, zu was für verrückten Sachen ich manchmal neige. Sag das noch nicht zu früh. Ene mene mu. Eine Unterzahl. Ich weiß nicht. Eine Unterzahl. Ich hätte gern noch einen mehr in Unterzahl. Aber ein Big Guy mehr als ich. Wir machen's Das etwas geht auch einfach vorsichtiger. nicht. Hopp. Ja, klar. Herrlich. Herrlich. Jawohl, Ja, sorry, Ratigan. nee. Besser als sein Coach, wie immer. Sehr Vergiss es stark. doch einfach. Ey, sag doch nicht sowas. Ja, ich meine, er hat jetzt drei Leute beim dritten Versuch. Also, nee. Sorry. Ratigan halt. Manche, der hat zu viele SPP umsonst. Au. Rerolls nehmen findest du doof, ne?
Nö, für wen? Den Rio hole ich doch nicht. Hallöchen. Und der will doch mit dem Goblin spielen da unten, der Zombie. Weißt du, wenn ich schon mal block, ja, dann muss ich Profis blocken lassen, ja, die auch in einen Würfelblock blocken. Siehst du, was die anderen machen, wenn die mal eine Blockaktion vollziehen? Wie viel One-and-Nines waren das jetzt? Und dann ist die Frage nach dem One-and-Nine, ist der richtig oder nicht? 2-2, 2-2, 2-1, 1-1, also, jo. Ich habe hier einen Fachmann fürs Blocken. Direct gegen Gobbo. Buh, Artenschutz, hallo. Was anderes geht ja nicht. Oh, und wir kommen durch die Rüstung. Wow. Sei doch nicht so. Du musst auch die kleinen Erfolge feiern, wie zum Beispiel meinen Ork jetzt raushauen. Das war feiern. Ach so. Alles klar. Enthusiastischer kriege ich es nicht hin. Ist okay, ist okay. Mein Fehler. So. Wie kriegen wir jetzt die Kiste hier noch zu? Der hängt da dran. Der hängt da dran. Der ist überflüssig. Ich könnte jetzt todesmutig sein. Also, todes- oder mutig. Eins. Okay, er ist nur todes. Und das wieder. Nee. Die Würfel meinen es nicht so gut. Ja, wir haben wieder eine Eins. Und diesmal sogar bei einem Big Guy. Ich bin begeistert. Ist dem Besten Ich schon mal bin passiert. begeistert. Ist dem Besten schon Ja. mal passiert, muss ich sagen. Wenn das jetzt schief geht, ne? Dann wird das Heslon. Dann bin ich dafür. Natürlich. Ganz der Plan. Nicht ganz, also es war ein halber Plan. Auch in der Ausführungsweise war er nicht so ganz durchgeführt, wie das von der Staff Zone eigentlich gefordert gewesen wäre. Ah. Theopraxisch, ne? Die hören noch aufeinander, sagst du. Eben nicht. Jetzt verstehe ich's. Ja, ich nicht. Okay.
Wie viele Spieler? Deine Jungs waren schon mal motivierter, ja. Also diese seltsamen Animationen. Bei mir wurde der Würfel einfach irgendwo ganz anders geworfen. Ja, bei mir wurde er zweimal geworfen. Na cool. Da war ich nicht so ganz sicher. Ein Fußtritt. Ein ganz ordentlicher Fußtritt. Tja, wenn das mal meine machen würden. Auch die machen das schon ganz gut. Leider. Wenn ich mir so meine Bank ansehe und deine Bank ansehe, ist das, glaube ich. Hast du da nichts, worüber du dich beschweren Ich müsstest? beschwere mich auch nicht. Nee. Null. Ist auch gut so! Das ist auch gut so! Genau, genau so. Hallo? Nur von den Besten gelernt. Ja, beschweren kann man sich ja immer. Na eben. Dafür ist man ja Deutscher. Auch. Aber ich habe da so gewisse Befürchtungen. Mal gucken. Ich auch. Befürchtungen über Dinge, die ich gleich tun werde. Aber, wenn man es mal ganz ehrlich nimmt, ist es eigentlich scheißegal. Wenn ich es nicht mache, dann. Es ist einfach viel zu spaßig, um es nicht zu tun. Ach, da haben wir noch mal wieder eine Eins. Animal Savagery Test failed. Okay, da kann ich nichts gegen tun, außer rerollen. Oh, warum hast du denn den anderen nicht umgehauen? Das verstehe ich jetzt ja nicht. Ich auch nicht. Hättest doch den Ballträger nehmen können. Da will ich ihn nicht hinschieben. Oh, Spiel. Egal. Wieso wolltest du ihn da nicht hinschieben? Hättest du ihn noch woanders hinschieben können? Einfach neben den Ghoul direkt. Ach Ist so, egal. ja. Ist egal. Ist jetzt passiert. Legendary Misclick ist Misclick. Keine Ausreden. Es ist so, wie es ist.
hast es ja nicht mal geschafft, den Ork umzuhauen. Also insofern. Da haut er dann auf einmal leicht zu. Ja, da hätte ich aber auch meinen Reroll nicht verbraten müssen. Ich dachte, dieses aus der. Da steht klar, Animal Savagery, mein Gesetz über mein Gehirn übersetzt das Ganze in den Break-Tackle-Test. Muss man auch nicht Oh. verstehen. Ja, das muss man auch nicht Ja, verstehen. So gar okay. nicht. Ja. Nee. Ja. Och, come on, Bitches. Ich tue mein Bestes, es nicht zu verstehen. Ich lese es auch noch laut vor. Der wäre nämlich völlig egal gewesen. Na naja, egal. Wurscht. So, was machen wir jetzt? Das meinst du, Juna? Nur wenn man gegenspielt, okay. Cool. Okay, da müsste jetzt ein bisschen was klappen, fürchte ich. Ach, Schande. meine Fresse, ey. Das ist hart ärgerlich. Das ist hart ärgerlich. Ein Push hätte gereicht. Ein fucking Push hätte gereicht. Ja, GG. Das ist korrekt. Also wenn der Rattenoger nicht Spieler des MVP wird, Weißt du auch nicht mehr. dann weiß ich es auch nicht mehr. Verstehe ich. Push wäre der One-Die auf den Push im Sprint.
Schubsi, Schubsi. Jupp. Und dann wechseln sich die Jungs hier mal ab. Wenn ich nur. Also Cube macht deinen Zug in Ruhe. Ich frage mal in den Chat, wie ist das denn mit dem Steinwurf? Weil wann ist es ein Stallen, wenn ich vor der. Also so wie ich es verstanden habe, wenn ich da irgendwie in der nahe der Endzone stehe. Aber ab wo gilt das denn und so weiter? Also ich glaube, in den Regeln steht, wenn du die Möglichkeit hast, sozusagen Zu zu scoren? scoren, ohne irgendwie zu würfeln, glaube ich, oder sowas, dann ist das, und du machst es nicht, dann gilt es sozusagen als Stolen. Aber don't count me on that. Okay, aber man muss würfeln, hieß es dann. Also nur 5 plus, damit es dann klappt. Okay. Ja, genau. Ich habe Dann mich jetzt nur auf eine. entschieden, das einmal so dumm zu riskieren, wie ich es hier riskiere. Dankeschön, Dankeschön, Chat, wie Thorsten beschreibt. Alles klar. Wenn möglich, ohne Würfelwurf, ja. Okay, alles klar. Gut, wieder was dazugelernt. Ups, wir müssen wieder aufs Spiel gucken. Eins. Und noch komm, lol. Och nee. Jetzt will er es aber auch wirklich wissen, der Nöffel. Echt so. Ja, Glückwunsch. Dankeschön. Splinter, Touchdown, 1 zu 0 der Cruella Kickers. Ach Gut ja. gespielt. Jo, da waren aber ein paar ganz böse Würfe gegen mich gerade eben. Also so richtig bösartig, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Der Gobbo hat noch nicht abgepfiffen, habe ich gehört. Okay, Jungs, ihr seid wieder motiviert plötzlich, ja. Dankeschön, lieber Chat, Dankeschön, Dankeschön. Ja, Touchdown ist Touchdown. Ja, ich weiß, aber ich weiß auch wie, ne? Aber ich freue mich natürlich, klar, gar keine Frage. Aber ich sehe da so ein paar Dinge, wo ich dann sage, huhu, ja, Naffel, du bist die Geilste. Ich sag's immer wieder. Ja, hätte ich machen müssen. Junior, definitiv.
habe ich jetzt übersehen. Komm vor. Darf nicht passieren, aber komm vor. Mit Komfort hat das hier gar nichts zu tun. Niemand hat Komfort. Doch, Füße hoch, hallo. Arndt, Hand aus der Hose während meinen Streams. Ich glaube, es geht los. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl hier. Ja, Junior, wenn dir das nicht auf ganz böse auf die Füße fällt, was du da gerade geschrieben hast. Oh. Sie liest mit. Ja, klar. Genau das. Ja, genau das. Genau das. Oh, gib's mir richtig. Gib's mir richtig. Ja, schön. Und hart, ne? Am besten noch, Dann ne? wirklich mal GG. Ja, das ist ein bisschen gemein. Tja, wie blitzen wir uns jetzt da ins Elend? Ich habe eine voll witzige Idee und die werde ich knallhart machen. Ich werde sie so bereuen hinterher. Wir fangen erstmal aber damit an, mit den vermeintlich leichten Sachen. Ja, okay. Du kannst super draufhauen, wir sind das alle voll toll. Was hat der? Der hat nix. Okay, der hat nix. Nee, nicht Chakanauten. So ist okay. So ist lieb. Ach komm, dann. Hopp. Das ist das Problem, wenn man die Qual der Wahl hat mit dem Juggernaut und Block. Er ist ein bisschen fummelig. Und man muss Das ist ein warten, was. Luxus. Und warten, was das Rad anzeigt. Ganz, ganz wichtig, Mann. Ohne Witz. Luxusprobleme. Ich kann's halt. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht einfach so gesagt. Hat aber sowas von gesagt. Echt so. Das war nicht ganz der Plan, aber okay, sah cool aus. Okay, let's do this. Auch im Bentley wird geweint. Hallo? Es wäre auch zu einfach gewesen. Jetzt ein bisschen anders spielen können. Wollte so. Der sollte eigentlich überhaupt nicht hindere zum Ball, nur für dich zur Information. Das Ziel war tatsächlich der Viererklump. Normalerweise sagt man sowas ja am Brett. Also, er hat genau drei Felder auf Baumkuchenteig gezielt. Und ja, wollte so ein bisschen kegeln. Aus Gründen. Hat aber ein Stück weit zu weit geworfen. Oha. Machen das mal gleich klar. Dieser Typ da, ne, der macht ein Spiel der Tat. Ohne Scheiß. Alter, was ein Move. Zack. Er macht das Spiel seines Lebens. Er identifiziert sich halt als Kegelkugel, sagt Junior. Das mit Recht.
Eher das Spiel seines Unlebens, sagt Grumbal. Ihr Blockweltmeister, ihr. Ja. Quadrupel-Skull wäre jetzt noch der Witz gewesen. Okay. Oder die Doppel-Eins. So einfach geht dieses Spiel, guck mal. Und ich quäl mich da so lange ab. Siehst du? GZ? Ja, dann. Ja. So einfach ist es. Glückwunsch! Ja, danke. Also damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Ja, aber geht. Aber sowas von nicht mehr gerechnet. Ja. Warum hast du denn nicht bei deinem Blitz, bitteschön, den Junge da, der in Reichweite war, vorne an der Linie geblitzt, anstatt dich auf so einen Zombie zu stürzen? Ich. Völlig blödsinnig. Muss ich da vorne reingehen, das ist ganz klar. Und dann Ja, ist es auch die verdient, Seite dass. zu machen. Ich war Ja. nur auf der Seite gefährlich. Ja, genau. Richtig, ist so. Aber ich sag danke. Ja, Ja. klar. Ein cooles Spiel, war ein schönes Spiel, waren ein paar verrückte Sachen dabei. Ja. Verrückte Sachen. Und, aber hey, also, was hat denn der Human Renegade Lineman bitte schön geleistet für seinen MVP? Der war die ganze Zeit draußen, hat die Getränke den Leuten gebracht. Ja, also wirklich. Aber Erdbeerkuchen ist gut. Der ist gut Soll das gezogen. sei ein gestohlenes Spiel? Sag mal! Jetzt werde ich aber ungemütlich hier. Ist doch. Geil, sehr stark. Unerhört ist das. Apfelkuchen, glaube ich, ist eingelaufen, ne? War das ja der Apfelkuchen ist eingelaufen. So, haben Ja. wir auch gleich Apfelkuchen. Erdbeerkuchen und Apfelkuchen. Ja, nee. So ist es. Ja. Aber 1-1, da das, ist es also, passiert. das, was mich am meisten wirklich, was mir am meisten Probleme bereitet hat, waren halt, dass immer schön die Whites rausgegangen sind, ne? Ich hatte nur noch ich hatte wenig Bewegung auf dem Feld sozusagen. Ja, aber eines der Ziele in dem Spiel. Ja, hat Versuchen. ja auch hervorragend geklappt. Also ich, wie gesagt, der Professor Rattigan, der ist schon knallhart. Der ist übel, ja. Ich will ihn halt ein bisschen flexibel halten, mit dem Break-Tackle, auch wenn es sehr mutig ist, das einzusetzen, immer wieder. Ja, aber der ist ja, also das ist eine Maschine. Break Tackle, Juggernaut und Block, also Richtig. das ist eine Maschine. Ja, vielleicht kriegen wir nochmal irgendwann Stand Firm oder sowas noch raus, also dann wird es richtig unangenehm, dann schiebst du ihn halt auch immer so einfach weg. Ich muss noch gucken, was ich mit ihm noch treibe, aber. Hat halt von Anfang an ziemlich hart performt. Das war ja noch die Saison, wo du ja auch noch eine Liga drunter spielen musstest, ne? Und dann jetzt aufgestiegen bist, war jetzt deine erste Berührung mit ihm. Ja, hat schon wehgetan. Ja, der tut ordentlich weh, der Kerl. Hat schon gleich wehgetan. Ja, nee.
Aber es ist halt wirklich, also aus meiner Sicht ist es ein verdientes Unentschieden, so blöd das jetzt klingt vielleicht für euch, aber da waren ein paar Würfe dabei, zum Beispiel auch das eine, wo ich dann den Roger so einsetze, um diese eine Lücke zuzumachen in der ersten Halbzeit. Das ist zu riskant, dann, da Ich hätte ich glaube, schon vielleicht das, bestraft werden müssen und so weiter, da hätte ich wirklich schon auf die Fresse ja. kriegen müssen. Ja. Das habe ich gar nicht so schnell gesehen, wo der überall durchgelaufen ist, dass der auf einmal dann da stand. Break Tackle funktioniert aber halt nur zu Break Tackle, aber nicht um durchzudodgen an der Ja. Kante. Ja, das ist Also dann. das war schon, ja, das war schon echt gut. Genau, und Und dann es. habe ich halt, das war halt mein Pech war halt dann, da wäre halt nur noch die, dass ich da nicht einen weitergelaufen bin, weil dann hättest du nur einen Einwürfel zumindest gehabt wahrscheinlich, oder hättest zumindest noch zweimal mehr sprinten müssen. Und ich hätte mich ja ruhig an den Rand stellen können, weil ich ja Sidestep hatte. Daran habe ich nicht gedacht. Und das war auf jeden Fall der Fehler, und dass ich halt den Lineman da hinter den Big Guys übersehen hatte. Dadurch konntest du den Assist dranziehen. Aber ja, das war auf jeden Fall ein dicker Fehler bei mir. Und ja, dann halt Pech mit dem, dass ich da nicht mehr rausgekommen bin. Mein Plan war halt, war jetzt auch nicht wenig wahnsinnig, rausdodgen, Ball aufnehmen und dann den kleinen Skaven beiseite schubsen und durchlaufen. Also es war, da waren auch noch viele, wären auch noch viele Würfel hinterhergekommen, die hätten schief gehen können, aber ja. Und dann halt den Touchdown-Verhinderer, das war wirklich, da hatte ich Glück, dass der Pau kam, dass der tatsächlich fiel, weil der Ork, der musste fallen da in der Ecke. Genau, ja. Damit ich den One Die habe, um den aus dem Weg zu schieben. Und dann hätte ich nämlich den One Die auf den Ball gehabt und hätte auch wieder nur schieben müssen, aber nur schieben halt, ne? Genau, Haben wir ja eben. gesehen, Ja, wie gut genau. das funktioniert Ja, hat. aber ich, ja, das stimmt, richtig analysiert von dir. Was soll ich sagen? Man darf nicht so hart ins Gericht gehen. Das hatten wir auch vorher gesagt in der Cube. Wir machen da auch, das machen wir zum, das ist ein Spiel. Wir spielen hier zum Ja, Spaß eben. auch, ne? Das muss man auch Aber wir sagen. analysieren. Aber wir analysieren. Das gehört auch übrigens dazu, wenn ihr besser werden wollt oder wenn ihr was dazulernen wollt, dann hört dazu. Ja, ich darf so Sachen wie Ben Cake, da musst du da vorne da auf die verlagerte Seite nei-preschen. Das gehört einfach dazu und das ist auch richtig so, weil wenn es da keiner sagt, denke ich nachher noch, ich wäre der Klügste und der Beste im ganzen Universum und das kann ich irgendwie nicht stimmen. Also das gehört einfach zu dem Spiel auch dazu, dass man dann hinterher so ein paar Sachen mitteilt. Und der Chat, der ist ja auch schon hart am Analysieren von diesem Spiel. Ja, Cube, wir sind beide bei 8 Punkten. Du stehst verdient vor mir. Das muss man schon mal Ja. ganz klar sagen. Es geht knapp, also es ist noch nicht ganz sicher und ich erkläre euch gleich, wieso, woran das liegt und weshalb und warum. Also wir müssen jetzt warten, was die anderen Partien machen, ganz ehrlich gesagt, ne? Ja, das ist immer das Doofe, ne? Wenn man auf andere angewiesen ist. Ja gut, ja, in dem Fall ja, aber ich meine, für meinen ganzen Saisonverlauf kann ich schon was, ne? Also ich bin da schon ein bisschen mit Ja. schuld, dass es so bis zum Schluss sehr spannend geworden ist, aber ja, egal. Ich sag mal, ich klopfe mir dreimal auf die Schulter. Die Kuala Kakers waren in der Vorsaison Vize geworden und jetzt sind sie halt mal ein bisschen am Struggeln, aber ich bin Also, zufrieden mit der Mannschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. ich kann dir auf jeden Fall eins beurkunden zwischen unseren beiden Spielen, was deine Spielfähigkeiten angeht, liegen Welten. Und zwar im Positiven. Das ist Also, Danke, denke Hut ich. ab, du hast es, du steigerst dich da echt von Spiel zu Spiel. Ja, Kann ich jetzt mal einfach so sagen. das finde ich sehr, sehr stark. Vielen Dank, Cube. Also, es ist ja so, es war eine ganz andere Zeit, als wir das erste Mal aufeinander getroffen sind. Und Ja. ja, ich habe halt viel von euch halt gelernt. Ich gucke mir halt vieles an. Wenn ich Zeit habe, analysiere ich auch so ein bisschen was, aber so viel Zeit habe ich da nicht. Und dann sind halt Leute wie Chinifix, Suaron und andere, die halt knallhart streng mit mir sind. Und das finde ich gut. Und ein paar Sachen kann man sich auch dann mitnehmen. Ja, manchmal passiert es dann halt, dass die Konzentration noch nicht mehr so hoch ist. Und ja, dann egal, wurscht, egal. Aber ich nehme es einfach mit. Vielen Dank. Da merkt man, dass diese Community einfach hier geil ist. Das wollte ich damit sagen, Hast du hier ein wenn man das Beispiel von annimmt. Paul, was ich kurz meinen kann? Muss ich dir gleich dann wiedergeben? Ich kann noch ein paar runterziehen. Arme Cupid wieder überfallen, wirklich. Habe ich keinen Akten dabei. Jetzt habe ich die gerade nicht gehört. Sekunde. Alles gut, red du das ruhig weiter, reg ruhig dein Headset weg. Ich mache hier, beschäftige den Chat. Großartig. Okay, meine Damen, meine Nicht Herren. schlecht. So, ja. Unten ist, glaube ich, mein rotes. Er Mit hat sein uns Headset noch nichts. an. Wir Aber müssen. Bitte haben Sie einen Moment tut mir leid. Geduld. Nein, das brauche ich selber.
Ja, ich gebe es dir halt zurück gleich. Ich brauche es nur jetzt, bis ich nach unten gehe, um mit Anton zu gehen. Ich warte noch einen Moment, nicht, dass ich ihm alles in die Ohren quatschen, den armen Cube. Okay. Gut, ich glaube, dieses Gespräch. Cube, bist du noch da oder? Jetzt ist er raus, okay. Nee, ich bin noch da, ich bin noch da. Ich musste nur eben noch was klären Ja, hier. ist okay. Meine Kinder sind nämlich nicht im Bett, die sind ein bisschen zu alt dafür. Ich bin im Bett zu sein. Piep. Piep. Ja, Piep. Ja, ist voll gemein, ich weiß, ja. Ja, Die da stören verstehe einen ich. dann trotzdem. Ja, es ist geil, wenn dann deine auch meine eigenen um 5:30 Uhr aufstehen. So hat man immer so ein Leid. Also man muss das so ein bisschen Genau. abwägen. Okay, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Jetzt ganz, 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 ganz zum Schluss von dieser Saison habe ich noch ein bisschen was vor euch zu zeigen. Erstmal die Frage an dich, Cube Farmer, du weißt, was jetzt droht. Willst du da Ja, dabei sein oder willst du dich da auf noch jeden Fall. rausklinken? Cool. Ja, weil wir haben ja ein gewisses Orga-Team-Mitglied hier. Das war heute auch mein Gegner. Dann darf auch ruhig mal sehen, was ich da so ein bisschen noch vorbereitet habe für euch. Darf er jetzt noch mitleiden und mitkommentieren? Und zwar folgendes. Warum ich sage mitleiden? Bevor es jetzt losgeht. League of Cakes Season 5 ist jetzt so gut wie durch, aber nicht ganz. Ich habe für euch jetzt die gesamten Tabellen mitgebracht, weil ich auch darum gebeten worden bin, mal zu zeigen, wie ist denn was ausgegangen. Ja, deswegen habe ich das mitgebracht. Was ihr dabei aber auch gleich sehen werdet, ist, dass es ein bisschen Probleme gab in der Vergangenheit, sage ich jetzt mal, mit Cyanide. Also nicht jetzt ich persönlich, sondern ein paar Sachen sind durcheinander gerüttelt beim Ligasystem und weiß der Geier was. Und es das heißt, ich kann mich nicht oder konnte mich da nicht mehr jetzt alleine auf Warp Scores verlassen, das keinen Fehler macht, sondern ich musste nachbearbeiten. Das heißt, ich musste selber ein bisschen Liebe wieder reinstecken, damit alles seine Richtigkeit hat. Auf die genauen Details möchte ich da jetzt nicht eingehen, aber nicht wundern, wenn ihr jetzt ein paar Excel-Tabellen von mir seht. Es ist halt leider so gekommen, wie es kommen musste. Okay, wir fangen einfach fröhlich, aber bestimmt an. Und zwar auf der Liga, auf die ich sehr persönlich sehr, sehr stolz bin. Und zwar, das ist die Düsterlande. Wahnsinniges Tempo sind die durchgerauscht. Ich glaube, sie waren Zweiter fertig. Und es ist die Liga 3. Und es war in der Saison so, dass die ersten vier sich qualifizieren natürlich oder aufsteigen in die zweiten Ligen. Also der Erste nach Lustria, der Zweite nach Norska, der Dritte nach Norska und der Vierte wieder nach Lustria. Ist jetzt erstmal wurscht egal. Und dabei möchte ich einfach mal sagen, Ottball mit seinen Black Orcs sehr stark, als Erster durch, Sid mit seinen Lizardmen auch durch, Batsti mit Champling Undead. Herzlichen Glückwunsch, ihr drei seid auf jeden Fall sehr, sehr schön, habt ihr gespielt. Und dann folgendes, Tyrom hat uns leider verlassen. Ging halt bei ihm nicht, hat persönliche Gründe, er kann halt leider nicht mehr weiterspielen, ist halt leider so. Dann ist eigentlich so, dass Bloodslurper aufsteigen würde, aber er hat gebeten, in der Liga zu bleiben. Rackens hat gesagt, geil, ich komme mit 7 Punkten in die zweite, mache ich mit. Und damit ist klar, also Oddball, Sid, Batsti und Rackens, ja, sind das, die jetzt dann in Liga 2 sind, also GZ da dazu. Okay, gut, das war das eine, was ich euch zeigen wollte. Wo machen wir weiter? Genau, da machen wir weiter. Sieht jetzt furchtbar aus. Ich sehe noch keine Excel-Tabellen. Du Ah, kannst, jetzt. du musst auf meinen Chat warten und ich muss mein Logo ausstellen, sonst funktioniert das nicht. So, also, jetzt sehen wir was. Okay, furchtbarer Widescreen. Also hier auch nochmal für euch zum Abschluss. Eine der beiden zweiten Ligen ist noch nicht ganz fertig, aber die Messe ist im Grunde gelesen. Es geht jetzt nur noch darum, wer geht wohin. Glückwunsch an Buscemius, der weiterkommt mit den Orks. Die Faust steigt auch auf mit Chaos Chosen. Und Moppy steigt auch auf, definitiv. Und er bringt in der nächsten Saison Halblinge mit. Und das Oh ist mein die Gott. genau das. Entweder wird es Raikland, dann, ja, oder es wird halt, wenn er jetzt das letzte Spiel noch erfolgreich gestalten kann, dann ist es natürlich hier Platz 2. Da müssen wir mal schauen. Ja, das wird übel, wenn der mit Halblingen kommt. Ne? Du weißt warum. Dir brauche ich es nicht Gebt sagen. dem Moppy keine Halblinge in die Hand, das kann nur wehtun. Und ich scheiß mich ein, ganz ehrlich. Ich freue mich riesig drauf, wollte ich sagen. Genau, ich auch. Zugucken ist bestimmt ganz toll. Genau. Ja, ganz, ganz toll, wie er Dinge macht. Also
Man muss dazu sagen, Nörgel hat er auch stark gespielt. Er ist ja die Saison runter, jetzt direkt wieder rauf. Man muss auch wissen, er hat auch einen Spielabbruch gehabt. Hätte vielleicht auch anders ausgesehen von den Punkten her. Aber lange Rede, schwacher Sinn. Ja, also die drei sind weiter. Was man dazu wissen muss, also Heimdall, Dengel und Systadis bleiben. Das war bis zum Schluss extrem spannend. Aber unsere Nancy und der liebe Xato, die müssen jetzt runter in die Düsterlande Liga. Da kann nichts mehr großartig passieren. Das ist leider gelesen, das Ding. Also, das ist schon mal klar für euch zur Information. Also, passiert das hier zur Liga in Norska. Okay, last and never least. Wo habe ich sie denn? Von der Liga 2, wenn ich es finde. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Man darf es kaum glauben, Suwon abgestiegen in der letzten Saison. Jawohl, der DBBL-Meister. Ja, war auch mehrfach bei euch im Finale. Und jetzt tatsächlich direkt wieder aufgestiegen, Suwon mit seinen Dunkelelfen. Ja, spielt hier Dunkelelfen. Braddock geht hoch und auch Wörnser darf jetzt dann in der ersten Liga wunderbar drauftreten. Ja, starke Saison von den dreien, vor allen Dingen von Suwon, richtig stark. Ja, ihr seht auf der linken Seite ein 5 zu 0 von Suwon gegen Rumpelkrumpel. Das ist kein Disconnect, das ist wirklich so passiert, dieses Spiel. Also, ouch, hat es da gemacht. Nevota und Capturing Chaos verlassen die zweite Liga, gehen jetzt runter, dann in die Düsterlande-Division. Ja, Charlie, Rumpelkrumpel und Barry verbleiben hier an der Stelle. Ja, gut, dann haben wir das auch durch. Und die vorletzte. Und dann sind wir wirklich am Ende da angekommen, wenn ich es noch hinbekomme. Und zwar folgendes. Das Rheinland, das ist ja unsere parallele Division, und da hast du ja schon gesagt, Jupp, Buh, Junior, du hast es so langweilig gestaltet. Junior gewinnt. 5 Siege, 2 Unentschieden. Was ich hervorheben möchte, hier an der Stelle bei Junior, diese Mannschaft ist seit ihrer Entstehung und mitmachen hier ungeschlagen. Die hat noch nicht ein Spiel verloren. Just saying. Also, ne? Strengt euch an, ihr Finalisten, wer es auch immer ist, oder du Finalist. Junior hätte gern mal eine Niederlage, habe ich gehört. Genau, Raikran auf dem Platz 2. Ja, der Rest ist so nicht, der Rest ist noch nicht ganz klar, hätte ich beinahe gesagt, sondern falsch gesagt. Preis hat sich tatsächlich auf den dritten Platz hochgekämpft. Der Vizemeister, ganz knapp, wie ihr hier sehen könnt, mit 9 Punkten auf Platz 4, 9 Punkte Lehman und dann 8 TK, 6 Cherun und 3 Dekadenz. Hier haben wir einen Meister AD übrigens aus der League of Cakes. Das heißt, TK, Jeroen und Dekadenz müssen tatsächlich runter. Und genau die beiden, Deka und TK, die hatten in Season 3 im Finale, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, gegeneinander gespielt. Und das sind zwei sehr starke Coaches, die hier runtergehen. Völlig irre. Also für die beiden geht es ab in die zweite Liga. Ist halt leider, wie es ist. Okay, und jetzt ganz zum Schluss. Das allerletzte und dann haben wir es. Es ist noch nicht angezeigt. Das ist die Tabellensituation nochmal für euch hochgehalten. Jetzt kommt es auf die anderen an. Ich weiß es nicht, wie es dieses Spiel ist für den Klassenerhalt irrelevant, also Ginifix gegen Black Panther. Aber die restlichen Partien, da werden wir mit Fingernägel count, wenn wir die mit Spannung gucken, Cube, würde ich mal sagen. Ja, definitiv. Ja, also Krali hat die mieseste Ausgangslage. Ich wünsche ihm aber trotzdem von Herzen einen Sieg gegen Chen. Ja, Arne kann sich noch an uns vorbeischieben, ne? Wieder auf den dritten, also der kann seinen dritten Platz wieder zurückerobern. Obwohl, ich Richtig. weiß gar nicht, wie es vom Verhältnis jetzt gerade aussieht. Der muss schon verlieren, um irgendwie bei uns zu bleiben, sozusagen. Ja, also Für wir haben ihn kann es ja also nur nach oben gehen. im Grunde ja, im Grunde ja. Er hat halt ein schlechteres Touchdown-Verhältnis. Das heißt, wenn er jetzt verlieren sollte, wärst du jetzt sozusagen zum jetzigen Stand, ohne das untere Feld jetzt zu betrachten, auf Platz 3. Das ist hier jetzt natürlich, Also, ja. ne? Weil wir haben jetzt ja beide 8 Punkte. Er darf halt nur nicht verlieren. Also das ist alles. Und ein Und er muss nur Schur. unentschieden spielen, um auf jeden Fall auf der sicheren Seite zu sein, ne? Sein Problem aber ist folgendes: Chaos-Cop. Chaos-Cop mit einer +6 Cast-Differenz. Also, das ist bei uns in der Liga der größte und schlimmste Brocken, was das angeht. Also, hatte auch viel Pech gegen mich mal wieder. Ja? Hätte auch ein ganz anderes Punktergebnis sein können müssen. Und lange Rede, schwacher Sinn. Ja, das ist alles offen. Also, Chaos Cop ist durchaus in der Lage, auch Azure Ärger zu machen, würde ich mal behaupten. Weil Definitiv.
ich habe schon viel erlebt, aber dass es so eng wird am Schluss, das nicht unbedingt. Also ganz ehrlich nicht. Also ich kann auch jetzt keine Aussagen treffen, ne? Also ich kann da nichts vorplanen, ich gar nichts. Ich muss einfach warten, bis die durch sind. Ja. Und dann wissen wir halt mehr am Schluss der Saison. Ja, Ginifix, Black Panther. Ich glaube, das sind zwei Erzrivalen, die aufeinandertreffen. Bin ich sehr gespannt. Interessantes Matchup auch. Ja. Da ist Black Panther, glaube ich, ein bisschen im Vorteil, weil Genifix mit seinen Stärke 2 Ballträgern und Black Panther mit seinen Hoodies und Ball entreißen und sowas alles. Also das, ich glaube, die Lizards mögen dieses Matchup weniger als die Wood Elves, aber mal gucken. Ja, es ist nur Gerümpel, was bei ihm ausfällt, das interessiert ihn nicht. Ja, wird eine spannende Kiste. Also es ist wie gesagt, das ist so ein kleines Finale in unserer Liga, ja. Ja, du hast schon recht, wenn man sich das mal hier so Oh, und anguckt. ein Blocker oder weniger. Okay, das ist natürlich auch schon. Ah. Und einer, der Sidestepper. Okay, hat er irgendwas? Nee, nichts mit Sure Hands. Aber ich hatte jetzt gar nicht geguckt. Hat er schon einen Ball entreißen? Warlancer? Warte ganz Der. kurz, ich gehe gerade nochmal zurück. Und liebe Grüße nochmal an Junior. Ginifix, sein Team ist auch ungeschlagen. Das wird irgendwie komisch angezeigt. Ich sehe es, warte mal, wo sind die denn die Wardancer? Ich habe einmal hier. Beide haben Strip Ah, doch, Ball. ja, Beide haben Strip Strip Ball, Ball, ja. ja. Beide haben Strip Ball, ja. Ja, genau, das ist also das Strip Ball gegen die Zweier-Ballträger, das ist natürlich immer gut. Gut, sein Thrower ist nicht dabei, aber gut, das geht, glaube ich, noch. Ich glaube, den kann er. Ja, das kann man verknusen, ne? Und der hat wahrscheinlich auch noch ein bisschen Inducements. Also, ja, mal gucken. 1,45, ja, 1450 zu. Ja, wird eng. 1450 zu. Ich wollte auf den anderen draufklicken, hallo. Ah, die sind tatsächlich gleich vom Value. Nee, die sind gleich. Die haben beide ein Value von 1400. Ja, immer diese teuren Wood Elves, ja. Ja, Mann, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und vier Rerolls, das natürlich auch nochmal, kommt natürlich auch nochmal. Sehe ich gerade. Okay. Oh. Kostenspielig. Aber gut. Ja. Was sagst du, Junior? Ich setze da ziemlich safe mein Gold auf die Woody, sagst du. Ja. Ja. Würde ich auch sagen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was sich Ginifix einfallen lässt. Da ist ja schon ein bisschen abgebrüht und erfahren, der Mann. Mal schauen, ob er Genau, den. und Junior freut sich eher auf beide Gegner, weil beide scheiße sind für ihn. Wieso sollte er es leichter haben als die anderen? Hallo? Ja, also das sieht man, er ist auch ein bisschen später eingestiegen, das muss man auch dazu wissen. Ne? Also 7-2-1 an Spielen hat er. Also er wurde schon einmal geschlagen hier, der Gutste. Ja. Und ja, das Verhältnis jetzt hier, es dauert immer ein bisschen, bis es geladen ist oder es will nicht gerade. Wurde gerade so schön angezeigt, jetzt nicht mehr. Ach, Warp Scores. Nö, will er nicht mehr. Gehen wir mal kurz anders ins Reikland, vielleicht kriegen wir es dann hin. Ich will gerade noch mal reingucken, wie es genau ausgegangen ist. Das ist jetzt für mich wichtig. Du hast. Nö, jetzt zeigt das nicht mehr an. Das finde ich großartig. Normalerweise wird hier genau angezeigt bei den Matches. Ah, jetzt hat das. 10 Siege und 4 Unentschieden hat Junior. Okay, alles klar, gut zu wissen. 10 Siege und 4 Unentschieden. Jetzt warten wir mal, vielleicht lädt es ja noch irgendwann. Okay. 11 Siege und 3 Unentschieden. Also, Ginifix, seine Mannschaft steht besser da. Noch. 11 Siege und 3 Unentschieden zu 14. Sehe ich. Nee, Juniors Mannschaft steht besser. Da hat mehr Spiele und trotzdem weniger. Ach so, stimmt, ja. Ha. Ha! Aber nee, die müssen noch beide 14 Matches haben, oder? Eigentlich Na, ist ja. egal. Nee, Ginifix hat ein Spiel weniger, mein Fehler. Ah, okay, ja, Ginifix hat ein Spiel dann. weniger, 13 Spiele bei ihm, ja, wie gesagt, mein Fehler. Ja, das verstehe ich aber trotzdem nicht. Ach so, natürlich, hat er die Finals, hat das Finale gespielt, deswegen stellt er die 14 jetzt schon. Jetzt habe ich gepennt. Er hat das Finale noch gespielt, der Ginifix ist ja ein Spiel extra. Ah, okay. Guten Morgen, es ist, ja, es ist schon spät. Das stimmt. Ja,
11, 3 sind 14, sagt Lehman, und 10 und 4 sind auch 14. Echt jetzt, Lehman? Wirklich? Bist du sicher? Ich würde es nochmal nachrechnen, wenn ich du wäre. Dankeschön, alles cool. Okay, gut. Cube, vielen, vielen Dank für die schöne Partie. Ich würde auch gerne. Nein, ich danke dir, ja. Ja, die, die, War die. enger, es war enger als gehofft, aber Ja. zum Ende dann noch etwas glücklich auf meiner Seite. Ja, weil Blödheit Vers von. ein persönliches Unentschieden, würde ich mal sagen. Ja, wir können nicht anders. Aber Ja. immerhin haben wir es jetzt mal Immerhin geschafft. hat. Ich wollte gerade sagen, es war richtig Action diesmal. Ja, wir haben gescored und so und Leute sind raus und Ja. so. Das war völlig Nicht so ein verrückt. wildes Matschgeschubse. Abwarten. Wir sehen uns vielleicht ja nochmal in der nächsten Saison, wenn wir Ja, verbleiben. Wenn genau. nicht, dann sag ich mal schön mit Ö ab in die zweite. Ne? Für dich ist es schon relativ gute Ausgangslage mit 8 Punkten. Naja, sicher ist es nicht. Es ist nicht sicher. Drücken wir uns mal beide die Daumen, dass wir in der gleichen Liga verbleiben. Entweder runter oder bleiben. Genau, wir kriegen das schon hin. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja? Ich mich auch. Okay, Gut, du. dann mach's gut. Jo. Wir hören uns, sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis Ciao, zum nächsten ciao. Mal. Ciao, ciao. So. Kurzer Moment für mich nochmal alleine. Wir haben ja fast schon 2 Stunden Stream hier. An der Stelle nochmal auch ganz klar gesagt, erstmal, ich spiele liebend gern mit dem Cube Farmer, macht einen Riesenspaß. Richtig toller Mensch. Unterstützt mich auch mit ein paar anderen in der Organisation von der League of Cakes und was alles noch dazugehört, bin ich unendlich dankbar drum. Ja. Ärgere mich über ein paar Szenen von meinem Spiel, sehr sogar. Gut, ist am Ende war einfach meinem Kopf die Luft raus. Ist so, ja. Dumm ist dumm, kann man nichts machen. Ja. Das muss man einfach so sagen. Da habe ich irgendwas in meinem Kopf gehabt, was überhaupt nicht funktionieren konnte. Ist jetzt wurscht egal. Darum geht es auch gar nicht. Mir geht es jetzt am Ende nochmal um die League of Cakes. Und zwar, ich werde immer wieder gefragt, wann geht's los? Auch für meine Zuschauerinnen und Zuschauer. Naja, klar, wenn wir das Finale fertig gespielt haben. Offiziell ist eigentlich die Saison 5 erst am Ende des Novembers. Normalerweise. Ja. Wir bemühen uns natürlich alle, das früher hinzubekommen und früher fertig zu sein. Das ist schon mal ganz klar. Mal schauen, ob es klappt. Ja. Also steht in den Sternen. Das andere ist, was mich auch mega, mega freut, ist auch schon, dass der Kicker-Pokal jetzt am Laufen ist. Die Vorbereitungen laufen stark. Die Coaches reichen ihre Teams ein. Und eines ist spannender wie das andere. Total interessante Ideen, die ihr da habt. Es läuft ja alles bei uns im Geheimen sozusagen ab, als könnte man nicht nachgucken, so wie jetzt ihr ja auch nachgucken könntet, weil da ist ja ein Team, was sehr merkwürdig auffällt. Es ist mir schon klar, dass das geht. Ja, man muss es aber nicht noch leicht machen oder man kann auch darauf verzichten, alle anderen Coaches sich anzugucken, was die dann möglicherweise für ein Team haben. Viel Spaß, wenn ihr bei Chinifix landet. Also Chinifix hat eine Teamauswahl, das sieht aus wie, also das ist ein Messi-Haushalt. Das ist ganz, ganz schlimm. Also viel Spaß beim Team finden. Okay. Was ich aber eigentlich sagen möchte, ist, dass dieses Mitmachen und das Engagement von euch und wie schnell ihr etwas da erledigt und mit, das ist einfach großartig. Das ist wirklich toll, ja. Klar, ich bin super nervig, ich ping euch an, ich schreibe euch Direktnachrichten, ich wiederhole nochmal, wie ist der aktuelle Stand und sowas. Ich weiß, dass ich bin so, ja. Ich bin so, ja. Viele haben Urlaub, manche sind auch mal nicht da oder unterwegs und es geht bei dieser Nachrichtenflut im Discord einfach Dinge unter. Und deswegen fühle ich mich da immer mal wieder genötigt, euch da zu ärgern, in Anführungszeichen. Ich bin aber auch sehr kurz angebunden, ja. Ihr schreibt mir auch immer wieder Direktnachrichten und sowas und ich gebe mir Mühe, immer auch alles zu beantworten und darauf einzugehen. Aber aufgrund der Menge, die da immer reinkommt, muss ich da natürlich sehr zurückhaltend sein und kann nicht jedem schnell antworten und auch vielleicht nicht so umfangreich, wie ich gerne wollte. Das ändert sich natürlich, wenn mal das ganze Ding unter Dach und Fach ist und losläuft.
dann ist es im Grunde ja immer ein Selbstläufer irgendwie, ne? Wenn man das gut organisiert und so. Es wird aber noch ein hartes Stück Arbeit für mich, wenn dann auch alle Teams mal da sind, ne? Vom Kicker-Pokal. Dann werden die auch alle veröffentlicht und so weiter. Was für Inducements sie haben und so weiter. Auch das ist eine Arbeit, die ich mir mache, weil ich in jeden einzelnen Coach abtauche und mir das Team dann nochmal hole, weil ich kriege ja alle möglichen unterschiedlichen Datenblätter zugeschickt, unterschiedliche Formate und so. Alles richtig, alles cool, was ihr macht. Alles in Ordnung. Aber das muss ich dann einmal sauber aufführen, sodass es einen einheitlichen Stil hat und dann könnt ihr das sehen. Mal gucken, was ich mir da einfallen lasse in der Saison. Ob das wirklich Discord-basiert ist oder ich auf Word oder sonst irgendwas ausweiche, werden wir dann sehen. Aber für die League of Cakes ganz klar, geduldet euch bitte. Ja, ich bin dran, wir sind dran, das so schnell wie möglich dann umzumünzen. Ich gehe mal stark davon aus, dass jetzt Nagarond, die noch spielen müssen und dass Norska, was noch spielen muss, sich bemüht, die Spiele möglichst zeitnah durchzuziehen und zu vollziehen. Aber es sind einfach ein paar Leute halt einfach im Urlaub. Und für jeden, den das interessiert, hier mitzumachen in der League of Cakes, ja, oder im Caker-Pokal oder wie auch immer, ja, wir haben, und das sage ich immer wieder, 2 Wochen pro Spieltag und ist auch ein bisschen flexibel. Ja, das nervt natürlich Leute, die dann eigentlich weiterspielen wollen und schneller spielen wollen, bis es euch dann mal trifft. Ne? Also bis ihr dann mal ausfallt, weil ihr mal krank seid, weil irgendwas mal ist. Ne? Oh Mist, jetzt ist der Urlaub genauso über meinen Spieltag. Ich kann mein Spiel nicht spielen. Das wäre entscheidend gewesen oder so. Klar spielen wir das zum Spaß, aber der Erfolg gehört natürlich auch ein bisschen dazu. Von daher müsst ihr das immer wissen, wenn ihr da am Anfang einsteigt und wenn ihr mal so eine Liga durchpeitscht, wie mir nichts, dir nichts, mega geil von euch, mega krass. Aber ihr müsst halt wissen, dass die Wartezeit nach hinten draußen natürlich sehr, sehr lange ist. Ja. Für mich natürlich persönlich schwierig, natürlich gerade die Zeit jetzt mit der Organisation, ne? Und Ummünzung, Umsetzen von dem Ganzen, weil für mich halt auch so Richtung Jahresabschluss und andere Sachen relevant sind. Ne? So. Beruflich zum Bleistift und 2 Kinder zum Bleistift und so. Aber ich schaffe das. Ich habe eine tolle Orga hinten dran stehen, ja, die mich da sozusagen durchträgt und unglaublich viel abnimmt. Und da muss ich echt nochmal an diese Jungs, die das ja machen, echt Danke sagen. Also es sind wirklich ein paar gerade super aktiv da dabei. Ja. Ohne die würde ich es nicht schaffen. Ich würde es einfach nicht mehr schaffen und da bin ich echt dankbar drum. Das möchte ich einfach damit mal deutlich gesagt haben. Danke für das, dass er mitmacht. Danke für das, wie er mitmacht. Und ich danke meiner Orga für diese Unterstützung, die er mir da jetzt gerade zur Zeit gibt, weil ich könnte sonst wirklich das Buch zumachen. Dann würde der Pokal und die Liga eher Mitte Dezember starten, weil ich es sonst gar nicht hinkriegen würde. Aber man sieht eine Krankheit, ne? Macht man eine Diagnose und dann geht man in die Behandlung über. Ne? Ich habe es gesehen, was da passiert und ja, habe entsprechend gehandelt und mir Verstärkung geholt. So, dann heißt es noch ein bisschen Spiel verbessern. Sich fragen, warum man immer wieder solche Aussetzer hat in solchem, ja, auf solchen Bildschirmen und sowas, warum mich da jetzt nicht die eine linke Seite zugemacht hat. Weiß nicht, was mich da geritten hat. Dinge. Aber egal. Immerhin das Lob von Cube nehme ich gerne an. Schön. War mir ums Herz. Das war richtig toll. Ja, okay. Vielen Dank euch allen fürs Zuschauen. Vergesst nicht auch mal ein YouTube, ein Like da zu lassen, Kanal zu abonnieren, wer es noch nicht hat. Es geht morgen übrigens weiter mit der deutschen Blood Bowl Liga. Dort spiele ich die Pog Cakers. Ich darf auf den sehr sympathischen Battle Bears und seine Shambling Undead begegnen, gegen sie spielen. Also ich würde einfach mal sagen, schaltet da ein. Würde mich sehr, sehr freuen. Dankeschön, Natalius, da dafür. Wahnsinn, dass du das schreibst. Okay, wenn du das sagst. Dankeschön. Dankeschön. Junior, vielen, vielen lieben Dank. Genau. Einfach fertig machen, Screenshot machen, ne? Einfach das Team nehmen. Leute fragen, wie es einfach hier einen Screenshot machen und mir sagen, ob ihr Inducement habt. Wenn ja, welche? Dann wird das Ganze vom Validierungsteam validiert. Haha. Das Validierungsteam validiert. Die Orga einfach. Besser gesagt, ich krieg Arbeit und die delegiere ich einfach weiter.
Okay, aber jetzt haben wir auch wirklich. Ja, wir sind am Ende der Folge angekommen. Haut rein, lasst euch von mir nicht stressen. Denkt dran, die Pings kommen mit Liebe, weil ich an euch denke, nicht weil ich euch nerven will. Unentschieden gegen den Cube. Es wäre vermeidbar gewesen, Dunalitsche. Einmal mit dem Profi-Pancake. Einmal wie ein Profi spielen. Einmal. Tschüss!